Ich begrüße euch zu einer neuen Folge aus der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und ich habe immer wieder Anfragen bezüglich meiner Maschinen und Werkzeuge, die ich benutze und wie weit ich damit zufrieden bin. Und einige wollen natürlich auch wissen, zum Beispiel für hier die Bandsäge, welche ich da benutze. Und die ist ja auch normalerweise in allen Projekten bei mir zu sehen. Nun habe ich mir gedacht, bringst du mal ein wenig Licht in die ganze Sache und zeigst den Zuschauern einmal, was und warum ich gerade diese Maschine ausgewählt habe, was ich damit mache und was der Unterschied zu den anderen Billigmaschinen ist. Das alles gleich nach dem Intro. Ein kleiner Hinweis noch, wenn ich euch nicht so direkt anschaue, dann liegt das daran, ich habe mir einfach die technischen Daten hier oben, schaut mal hier, hier steht die Kamera und hier oben sind die einzelnen Sachen, die ich mir notiert habe, aufgeschrieben. Also keine Angst, alles in bester Ordnung. Ja Leute, die Basa 1 von Scheppach, warum gerade diese? Ich habe diese jetzt hier seit ungefähr, ich weiß nicht genau, 3 Wochen. Nun, das vorherige Modell, die, jetzt muss ich mich gerade überlegen, HBS20, ja, so heißt das Teil, auch von Scheppach, hat mir fast 10 Jahre lang treue Dienste erwiesen. Ist aber jetzt etwas in die Jahre gekommen. Irgendwie macht sie teilweise merkwürdige Geräusche und das Sägeblatt lässt sich irgendwie nur schwer hier oben spannen. Ich weiß auch nicht genau, was damit los ist, aber ich denke, nach fast 10 Jahren braucht man auch mal etwas Neues. Und damit ist jetzt die Basa 1 meine zweite Bandsäge von Scheppach. Ich bin ja mehr für das Praktische. Das bedeutet, dass ich Geräte nach der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis einordne und weniger auf die Marke achte. Für mich gibt es da einige wichtige Gründe, wichtige Punkte, die speziell für diese Maschine hier sprechen. Im 100 bis 200 Euro Bereich in dieser Größe gibt es ja unzählige Anbieter, die vermeintlich, behaupte ich jetzt einmal, vom selben Hersteller stammen. Diese Maschine hier kostet so um die 180 Euro zum Zeitpunkt des Videodrehs, ist aber von der Konstruktion her ganz anders wie diese anderen, ich sag mal, Billigheimer. Sie hat einige wichtige Punkte und die zeige ich jetzt euch einmal kurz. Da wäre zum einen, sie hat diesen 300 Watt Motor. Vergleichbare Modelle von anderen Herstellern haben nur 200 bis 250 Watt Leistung. Der 300 Watt Motor ist natürlich stärker und damit eigentlich auch besser. Dann haben die meisten anderen Bandsägen hier eine Kantkonstruktion. Das ist hier anders und zwar hat diese Maschine eine Sinusbogenkonstruktion. Das wird auch im Brückenbau eingesetzt und damit ist das Ganze äußerst verwindungssteif. Ein weiterer und für mich sehr, sehr wichtiger Punkt ist dieser Stahlgusstisch hier. Die anderen Sägetische sind meistens aus Blech, Stahlblech gekantet. Und ein Stahlblechtisch kann eigentlich so oft wie er will gekantet sein. Er braucht hier immer wieder einen Einschnitt. Das führt dann zu einer Instabilität des Tisches. Dieser Tisch hier kann man gleichzeitig auch um 45 Grad Winkel senken, drehen. Und mit dem Stahlgusstisch, da habe ich ja schon andere Maschinen hier vorgestellt, zum Beispiel den Abrichthobel und auch sonstige Gerätschaften. Ich habe gemerkt, also dieses Gussverfahren ist auf jeden Fall besser als diese gekanteten Stahltische. Dann habe ich hier ein weiteres Merkmal. Diese oberen und unteren Hartmetallbandführungen hier sind natürlich viel besser als bei vielen anderen Maschinen, die aus Kunststoff bei den anderen Firmen teilweise sind. Und zwar dieser Kunststoff, der nutzt nach einer gewissen Zeit ab. Und dadurch gibt es dann eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Ungenauigkeit im Sägeblatt. Und ich muss die nach einer gewissen Zeit austauschen. Das passiert mir eigentlich hier bei diesen Hartmetallbandführungen nicht.
Das waren für mich die allerwichtigsten Punkte. Es gibt noch weitere wichtige Punkte. Also die Maschine hat hier eine Durchlasshöhe von 100 mm und 195 mm Seitendurchführung. Für mich reicht die Höhe normalerweise allemal. Also ich habe es bis jetzt erst einmal erlebt, dass wir diese 100 mm nicht gereicht haben. Aber in 10 Jahren einmal, das lässt sich, denke ich mal, verschmerzen. Das kann man anders machen. Die Maschine lässt Sägeblätter zum Einbau zu von 3,5 bis 12 mm Bandbreite. Zudem muss ich sagen, dass ich die Bandsäge zum Basteln benutze. Also wirklich zum Basteln. Ich mache weder einen Innenbau mit der Säge noch sonstiges. In einem der nächsten Videos werde ich auch hierfür passend einen Kreisschneider bauen. Das ist jetzt der alte, der ist speziell für die HBS 20. Und so ähnlich wird auch der neue Kreisschneider werden. Der hat sich also nach all den Jahren wirklich toll bewährt, dieser Kreisschneider. Und zwar hat er hier zwei Nuten drin, eine schmälere und eine breite. Dieses Metall liegt hier drin und hier ist ein 6 mm Pin drin. Von der Unterseite hat er hier einen Griff, mit dem sich dieser Pin schön verschieben lässt. Zusätzlich hat er natürlich, so wie es sein muss, hier einen Einschnitt für das Sägeblatt. Ich habe die Bandsäge immer gerne und für alle möglichen und unmöglichen Einsätze gebraucht. Also sie hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Jetzt mache ich aber mal die Bandsäge auf. Wie man hier besonders gut sehen kann, sind die Antriebsräder, die Umlenkräder von den Sägeblättern, die sind aus Aluguss und nicht aus Blech. Das ist für mich auch sehr wichtig, da diese durch das Gussmaterial sehr ruhig und vibrationsarm laufen. Hier sieht man den Stellschlitten zum Rauf- und Runterdrehen. Dahinter hier gibt es eine Stellschraube, um das Ganze in der richtigen Position festzumachen. Ein einigermaßen vernünftiger Parallelanschlag gehört mit zum Lieferumfang. Der wird einfach hier draufgeklemmt und dann kann man das hier schön festmachen. Da verrutscht nichts. Der hat auch hier eine, ich zeig's mal, eine Lupe drin, das Teil hier. Und ich gebe die Maschine mal gerade. Hier oben drauf befindet sich ein Maßband. Kann man das sehen? Ja, ein Skalenmaßband. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das unbedingt braucht. Ich brauche es eigentlich seltener. Mit der Lupe kann man halt hier genau die, sagen wir, 40 mm einstellen. Kann man das sehen? Festdrücken und dann hat man hier 40 mm Abstand, um zu sägen. Eigentlich ganz praktisch. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, diese Maschine ist das Maß aller Dinge. So nach dem Motto, die Säge müsst ihr kaufen, es gibt keine bessere. Es gibt bestimmt bessere, aber ob zu diesem Preis, ist halt eine andere Frage. Für mich, wo ich hiermit eigentlich nur bastle, kann ich mir eigentlich kaum eine andere Maschine vorstellen. Man muss halt manchmal Kompromisse eingehen. In meinem Fall ist das die Schnitthöhe. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist einmal in 10 Jahren vorgekommen. Dafür hätte ich natürlich gerne die große BASA 3. Das ist die ganz große oder eine vergleichbare. Da würde ich mich dann auch vorher noch mal genau erkundigen. Aber das geht schon alleine nicht. Ich habe keinen Platz in der Garage. Ich baue mich langsam selber zu. Demnächst sind wieder neue Schränke fällig, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Und da wird diese Maschine mir treue Dienste machen, geben können. Zudem haben diese großen Maschinen für mich einen Nachteil. Ich schneide gerne und viel enge Kreise bzw. Rundungen. Und die Großen mit ihren dicken Sägeblättern können das nicht so gut wie diese Kleine. Darum, die genau ist für mich optimal. Für euch muss das jeder selber entscheiden. Aber schauen wir uns einfach mal kurz die Rückseite der Scheppach an. Das hier ist, wie eben gezeigt, die Feststellung dieses Schlittens zum Einstellen der Höhe. Diese Schraube hier
Das ist das Stellrad zur Neigung der Räder innen drin, damit das Sägeblatt auch genau in der Mitte auf diesem Rad drauf läuft. Nicht am Rand, damit es abspringen kann, sondern genau schön in der Mitte. Der Griff hier oben, der ist zur Sägeblattspannung. Das bedeutet aber, dass man das auch mit besonderer Vorsicht genießen soll. Ich säge zum Beispiel gerne mit 4 mm Sägeblättern. Und dadurch, dass die so dünn sind, ist, wenn man, wie ich, viel zu stark ist und zu stark dann dreht, dann verabschieden sich die Sägeblätter in die ewigen Jagdgründe und sind weg. Also das heißt, die brechen dann einfach durch, reißen ab. Darum Vorsicht beim Drehen. So, dass es, man muss da ein bisschen Gefühl für bekommen, so dass es gespannt ist, aber nicht zu stramm gespannt ist. Das hier unten ist die Absaugung. Die hat hier einen 100 mm Anschluss. Allerdings hier innen drin, hinten, wo das reingeht, sind das nur, ich schätze mal, 40 oder ja, das müssten 50 oder 60 mm Durchmesser sein. Dazu gibt es dann hier passend diesen Adapter mit einem 40 mm Anschluss für halt einen normalen Staubsaugeranschluss da rein zu machen. Normalerweise regle ich in meinen Videos die Lautstärke bei Benutzung von Maschinen herunter. Jedoch lasse ich dieses Mal die Originallautstärke an, damit ihr euch selbst von der Lautstärke mal ein Bild machen könnt. Ich benutze hier das Original Scheppach Sägeblatt. Das ist ein 6 mm Blatt. Und dann benutze ich auch noch dazu den Original Querschneidelehre, die gibt es als Zubehör dabei. Und zwar ist mein Holz hier ein wenig, das ist rund so ein wenig. Und das möchte ich gerade schneiden. Machen wir das mal jetzt als erstes. Jetzt der klassische Längsschnitt eines Holzes. Ich komme mal näher. Da kann man doch nicht meckern, denke ich mal. So, und jetzt machen wir mit der Querlade hier. Da schneide ich jetzt einfach mal so ein Stück von der Seite ab. Querholzschnitt. Kommen wir zu meinem Fazit. Starker Motor, qualitativ hochwertige Verarbeitung und Material zu einem annehmbaren Preis. Genau das, was ein Hobbybastler braucht. Natürlich sollte sich jeder selbst ein Urteil fällen. Ich frage immer zuerst, für was brauche ich die Maschine und was möchte ich damit machen? Ich könnte natürlich lange sparen und mir eine Profimaschine von mehreren tausend Euro hier hinstellen, aber das sehe ich nicht ein. Für mich muss Qualität, Leistung und Preis in einem vernünftigen Verhältnis stehen und das ist meiner Meinung nach mit der Scheppach Base 1 mehr als gegeben. Kleine Kompromisse wie die niedrige Durchlasshöhe nehme ich gerne in Kauf, da dieser Punkt bei mir in den letzten 10 Jahren so ungefähr nur ein einziges Mal vorgekommen ist. Und zwar, ich verlinke euch das mal hier oben. Ich habe ja diesen Geldgeschenke-Klotz gemacht, geschnitten. Den hätte ich gerne in der Bandsäge gemacht, aber die hat wie gesagt nur eine Durchlasshöhe von 10 cm und das hier sind knapp 14 cm. Passt also nicht. Da hätte ich mir eine größere gewünscht. Aber das ist auch das erste Mal, dass mir das überhaupt aufgefallen ist.
Ja, was soll ich noch weiter sagen? Die Schnitte sind präzise, alles ist leichtgängig, hochwertig verarbeitet, das Sägeblatt lässt sich leicht und ohne Werkzeug wechseln. Was will man mehr? Und vor diesem Hintergrund bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und sage ciao, bis demnächst, wieder hier in der Bastelgarage, euer Jürgen.